Eine volkstümliche Komponente, meine Damen und Herren. Und sie passt sehr gut zu unserem ersten Gast heute Abend, der nicht aus Bayern kommt, aber aus einem ebenfalls sehr alpin geprägten, befreundeten Staat, aus Österreich. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Falco! Da hast du was Tolles ausgedacht für meinen Auftritt, Harald. Wirklich. Ja, weißt du, an was mich das erinnert? Nein. An den, das ist so wie Arnold Schwarzenegger, ja? Ein anderer Auslandsösterreicher. Das ist der amerikanischeste Amerikaner, den Sie sich überhaupt vorstellen können. Nur wenn er nach Österreich kommt, dann ist er da ist er volkstümlich, weil die Mama schaut im Fernsehen ja zu und dann muss er ja, das hast du dir wirklich toll aus. Ja, das ist schön und das wird noch viele Folgen. Ich würde sagen, Burg, gehen wir hier zu dir raus. Ich folge dir. Wir haben es eigentlich hauptsächlich wegen der vielen Türen gemacht, weißt du? Drei Türen, eine Tür, eine raus und dann immer schnell weg, davor. Ist das der, wo der Rabe immer umfällt? Stefan Raab, ja, hast du es gesehen? Okay. Na klar, Herr, schau mal das hier. Alles an von dir. Dieser Hut, den du aufhast, hat das einen Österreich-Bezug oder ist das irgendwoher aus Amerika? Na ja, also irgendeinen Bezug zu Österreich muss ich ja wohl noch haben. Ne? Ja. Darf ich mich setzen? Ja, nimm doch bitte Platz. Er braucht länger zum Umziehen. Es geht ganz schnell, nur die Bündchen hier sind ein bisschen eng. Früher hieß das immer... Früher hieß das übrigens immer bei den Nickys Leierbündchen. Habe ich recht? Ja, das siehst du, kennen die alle nicht mehr. Wovon sprichst du? Leierbündchen. Wenn man so ein Nicky, so ein flauschiges Sweatshirt angezogen hat, dann sind diese Stretchbündchen nach dem 20. Waschen ausgeleiert. Und es gab ein spezielles Waschmittel, das Leierbündchen verhindert hat. Was ich aber nicht mehr weiß, wie es hieß. Sacker. Ja. Was man da alles erfährt, gell? Nach Köln muss man kommen, gell? Absolut. So ist es. Falco. Yes, Sir. Du hast ein... neues Video gemacht. Ah, ja. Und da geht's ganz schön zur Sache. Mhm. Ja? Ah, ja? Schauen wir es doch vielleicht mal an, dann analysiert sich's hinterher leichter. Okay. Naked, I just wanna take it. Naked, I just wanna shake it. Naked, I just wanna make it. Naked, I just wanna break it. Naked, I am gonna make it. Das sind sehr, sehr attraktive Frauen. Hast du die alle selbst gecastet? Du, ich bin ja so verliebt, weißt du, jetzt muss ich schon Videos drehen, damit ich andere nackte Frauen endlich sehe. Wirklich? Ich bin doch in festen Händen. Ja, das weiß ich. Bist du immer noch mit dieser unglaublich attraktiven Frau zusammen, mit der du letztes Mal hier warst? Ja, genau, mit der. Die ist aber momentan in Montreal zum Arbeiten, weil irgendwann muss er Geld verdienen. Wie ist es bei dir? Stimmt es, dass du finanziell in einer... Total mies benannt, ja, wirklich. Ist das so? Ja, fürchterlich, fürchterlich. Kann man dir irgendwie helfen? Ja, richtet einen Fonds ein. Das ist nicht die einzige attraktive Frau, die dir in deinem Leben begegnet ist. Weißt du, die Presse macht mich ja auch so fertig. Nicht? Als ich zuletzt bei dir war zum Beispiel, haben sie geschrieben in Österreich, also jetzt ist er ganz auf Basena, weil wir über Löcher geredet haben. Ja. Also, mein Gott, man kann über Löcher reden. Was heißt Basena-Niveau? Na, Basena ist, das ist so Straßensprache. Nicht? Ist ein österreichischer Ausdruck. Ja, genau. Ja. Und mein Gott, die österreichische Presse und die deutsche Presse, da sind sie sich eigentlich irgendwie einig. Sie haben ein recht zwiespältiges Verhältnis zu mir. Ich kann machen, was ich will. Nix passt ihnen. Ne? Zum Beispiel, wir haben eine gemeinsame Freundin, Brigitte Nielsen. Ne? Wir finden beide, ich sag zu ihnen, ihr werdet mir doch wohl nicht böse sein, dass ich mit Fritz Egner anders rede als mit Freddy Biolek. Ne? Und mit dem Harald Schmidt kann ich halt so reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Wir finden nämlich beide, dass Brigitte irgendwie tolle Augen hat. Und irgendwie, jetzt habe ich was gefunden. Schau her. Finde ich doch glatt bei dir, Brigittchen, die kommt ja jetzt doch wieder, ne? Sie kommt wieder, sie war schon zweimal da. Und wie gut kennst du sie? Na, sehr gut, ich habe ja ein Duett gemacht mit dir. Das ist, und die Presse, weißt du, sowohl, da sind sie sich einig, die deutsche und die österreichische, bezeichnet das als den absoluten kreativen Tiefpunkt in meiner Karriere. Kein Mensch redet über die Höhepunkte in dieser Zusammenarbeit. Ja, okay. ihr habt Ihr habt eine Platte auch aufgenommen. Ja, wir haben so eine richtige Platte aufgenommen. Kult. Und du, wie nah bist du gekommen?
Ich meine, hattet ihr ein Techtelmechtel bei dir? Nein, die ist ja wirklich, die hat ja einen Schmäh. Nicht? Also ich meine, früher hat es geheißen, ich habe einen Schmäh, jetzt heißt es ja retten über den Schnee. Sie hat ihn ja wirklich, ja. Dann sage ich, Honey, what do you like for breakfast? Dann sagt sie, naja, Cucumber. Also eine geschälte Gurke. Sag ich, magst du sie's leist? Sagt sie, nein, ich nehme sie wie immer als Ganzes. Wirklich? Hattet ihr eine Affäre? Nein, das fragt doch sie. Sie ist also da sehr auf diskret. Auf jeden Fall habe ich nicht das zahlen müssen, was Sly gezahlt hat. Aber ja, Silvester Stallone. Ich habe aber dann nachher viel Fanpost bekommen, wo gesagt wurde, was, 100 Millionen Dollar hat der Sly gezahlt, würde ich auch sofort zahlen. Ich verdiene zwar nur 4.000 im Monat, aber für Brigitte würde ich das ausgeben. Ja. Hast du Schwarzenegger mal besucht in seinem Haus in Amerika? Hat er ein Haus? Ja, ein Schloss. Ach so. Ja. Schwarzenegger hat ein Haus? Ja, Karl Dahlwer kürzte hier und hat gesagt, der Schwarzenegger hat sich irgendwie die Alpen in Los Angeles in den Garten bauen lassen, damit er sich ein bisschen wie zu Hause fühlt. Hat das immer. Von dem kannst du wirklich was lernen, also als Auslandsösterreicher, weil er ist der amerikanischste Amerikaner, den es gibt, aber kaum landet er in Wien am Flughafen, ist er so ein Österreicher, dass wirklich das Rot-Weiß-Rote ist das Schönste an der amerikanischen Flagge, meine Damen und Herren. Glauben Sie mir das? Ja, ein Profi. Das hast du jetzt schon mehrfach erwähnt, der Begriff Auslandsösterreicher. Du bist auch noch immer Auslandsösterreicher? Ja, jetzt, ja. Noch immer, klar. Du hast letztes Mal erzählt, du lebst in der Dominikanischen Republik. Ja. Ja, wegen des Wetters und auch, weil es für dich finanzielle Vorteile hat. Ja, finanzielle Vorteile, mein Gott, ja. Als Auslandsösterreicher wirst du anders. Musst du dann zu dem Finanzamt gegenüber zum Beispiel Tickets nachweisen, dass du auch wirklich wieder zurückgeflogen bist in die Dominikanische Republik, 12 Stunden oder wie lange man da fliegt? Bitte red mal von was anderem, bringst nicht auf Ideen. Ist das sowas Unangenehmes? Unangenehm ist es insofern, wenn du so etwas tust als wirkliche Steuerschonung. Ja. Dann kannst du damit rechnen, dass das irgendwann mal in die Hosen geht. Ja. Aber ich tue es ja nicht aus Steuerschonung. In die Hosen geht also nichts, weil ich tue es aus dem Grund, weil ich denke, dort gefällt es mir halt irgendwie. Aber Sie wissen ja, meine Damen und Herren, wenn ich nach Österreich komme, bin ich nach wie vor in Rot-Weiß-Rot ist die schönste Farbe überhaupt. Ja, du hast noch ein Haus in Österreich? Nein, das gehört der Bank. Wirklich? Ja. Hypothek? Ja, klar. Schlau. Sehr gut. Ich hab mir gedacht, jetzt schenke ich es meiner Mutter, dann hat sie die Sorgen. Ja. Ich hab ein kleines bescheidenes, also nicht die Alpen richtig drin stehen, aber ich habe einen kleinen Garten und so, ja, es ist angenehm. Ich hatte so eine Vision immer, ich wollte so immer so aus dem Studio ebenerdig hinausschauen und unten einen Fluss haben und den habe ich jetzt auch, aber der ist so weit weg, dass ich eine Vespa brauche, damit die runterkommen. Es ist irgendwie so groß ist dein Garten? Ja, ich wollte einen Golfwagen, aber das hätten die Nachbarn nicht durchgestanden wahrscheinlich. Warum denn? Ich sage, jetzt spinnt Falco. Das tut er sowieso, ich meine, das ist aber dann hätten sie auch eins gebraucht und lauter Golfwagen. Und da fährst du mit der Vespa? Ja. Vom Studio durch den Garten zum Fluss runter. Ja, im Zeichen der neuen Bescheidenheit habe ich die Harley halt stehen lassen und nehme eine Vespa. Ja. Und steht das Haus jetzt leer? Die 90er. Steht das Haus leer? Ich suche einen Mieter. Wie schaut's aus? Wie viele Quadratmeter sind das? Ja, so 300 so. Wohnfläche? Ja. Und das ist bei Wien? Ja, ist bei Wien, ja. 300 Quadratmeter, wie viel nimmt man da in Wien jetzt für den Quadratmeter Miete? Schau mal, ich habe in den 80er Jahren so viel Geld verdient. Es ist sich fürs Schloss Schönbrunn nicht ganz ausgegangen, aber für am Bungalow mit Swimmingpool hatte ich dann doch zu viel Fantasie. Ja. Also irgendwie ist es so, ich habe keine Ahnung, was man da nimmt, aber irgendwas werde ich schon kriegen dafür. Oder die Bank dann. Da zahlst du richtig jeden Monat ab per Abbuchungsermächtigung. Ja, sag einmal, Herr, arbeitest du jetzt für die österreichische Steuer? Nein, aber wieso? Das ist doch. Man verplaudert sich. Ja, aber. Ich habe auch neue Hobbys. Reden wir über meine neuen Hobbys. Ja. Was ist dein neues Hobby? Also ich dachte, Hüte schon lange. Ich dachte, so Rallycross fahre ich jetzt fürs Excalibur-Werksteam. Weil man dachte, das kann man ohne Führerschein auch. Nicht? Du hast keinen Führerschein oder...
Also ich sag dir was, das ist natürlich auch schön an Österreich. Man vertraut mir unglaublich und man vertraut auf meine Vernunft. Und also in jedem anderen Land der Welt dürfte ich an einem Auto nicht mehr vorbeigehen, ohne Strafe zu zahlen. Ja. So momentan habe ich einen, ja. Und jetzt fahre ich Rallycross. Es macht Spaß. Ein schönes Hobby, ja, Falco. Ja, 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 ich beneide ja. dich um deine finanzielle Situation. Du, that's it. Ja. Ja, und ich würde sagen, wann immer dich der Weg aus den fernen karibischen Gefilden wieder herführt, tu uns den Gefallen und schau wieder bei uns vorbei. Du, immer gern, der rote Boden ist immer noch derselbe. Ja. Deine Idee, schaut aus wie Nagel. Ja. Ja. Ich danke dir, mein Lieber. Ja, schön.